Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal und heute mit einem Ehrengast wieder, Nico! Hallo! It's Nico here again from the Great Britain, you know, thank you for the invitation here. I'm pretty glad to be here. And here, let's have a couple cups of tea. Where are you from? From G-Land. Wir machen heute die Vegan Challenge. Ja, der liebe Spende hier der Kamera. Ah, is it the Vegan Challenge? Huh? Is it the Vegan Challenge? A Challenge, ja. Is it the Vegan? It is the Vegan Challenge. Also, der liebe Spende hier der Kamera hat 8 Gegenstände für uns vorbereitet und wir müssen einfach schätzen, was sie, Digga, wiegen, die Gegenstände, und wer näher dran ist, hat den Punkt. Jedes Mal, wenn du einfach grundlos klatscht, dann muss ich zu der Kamera wechseln. Wir fangen mal leicht an. Is it a Gucci bag? Wir fangen mal what, leicht what an. What is that, dude? Deckel von der Kamera. Oh, it's a BF Camo. Du Wichser. You know, was clapping around, just to see that there is a couple of zero. Nur einmal klatschen, beim zweiten Mal muss ich... Switch it up, motherfuckers! Okay, Nico, hier, was schätzt du? I got it. 3, 2, 1. 11 Gramm. He's got 11 G's, I got 18 G's, you know, here we go guys. Let's see how much does this fucking shit weigh. Let's see, dude. It's about 14. Ich bin näher wegen einem. Oh shit, dude. Come on, dude. You know what the mistake is? There is a piece missing right here because I emulated this thing. It's from my company, Canon. And I really know how much this weighs, dude. Okay. So don't talk shit to me, man. Objekt 2. 1-0. Jetzt darfst du Nico anfangen. Oh, this is a cup of tea. Das ganze Video. Entweder kifft er das ganze Video oder jetzt redet er Englisch das ganze Video. Sorry. Okay, let me think. Español te crescente. Meinte Proganzas, el presente cumprante. 3, 2, 1. 88 Gramm. Oha, das ist zu wenig. Ich habe 209 Gramm. Du willst mir sagen, 209. Das sind mehr als deine Rolex. Ja. Safe. Ich bin näher dran, oder? Scheiße. 131. Fuck, ja. Ich bin näher dran. Scheiße. Siehst du, und es wiegt nicht mehr als deine Rolex, weil deine Rolex wiegt 136. 146. Halt doch einfach dein Maul. Nee, war doch 136. Ja, 136. Okay, trotzdem wiegt die Rolex mehr. Ey, da bin ich jetzt wirklich gespannt. Ihr habt gesagt, die Rolex wiegt. Oh, okay. Da hab ich ganz kleinen Gefühl haben. Doch, doch, ich hab da ganz genau. Ah, du hast nicht. Nee, kann, du kannst ja nicht mal testen. Das hängt bestimmt nicht mal auf. Das ist ein Schaumpizza-Stück, oder? Wie nimmt da auf? Ich weiß nicht, ich hab's noch nie gedacht. Weil jetzt die ganze Zeit Kamera geschmissen. Super in der Arbeit. So ein Bastard. So ein Bastard. Okay, ich hab's. Das wird safe nicht, das wird safe ich hab's nicht nehmen. 3, 2, 1. 0,3 Gramm. Ich hab 3 Gramm. 3 Gramm? Ja, 0,0. Da bin ich näher dran. 1! Bin ich näher, oder? Näher dran, ja. 0,0. Nee, 2! Jawoll! Hey, chill mal. Warte mal. 2 Gramm sind's. Ich hab gewonnen. Nico, 3 Gramm? Es sind 2 Gramm. Wirklich 2 Gramm? Ja, ja, natürlich. Okay, Nico, ein Punkt für dich. Geht an mich. Ah, das ist die gute Visitenkarte von mir. Ich hab letztes Mal echt wirklich zu Spenden gesagt. Nee, von Vincent. Ich hab letztes Mal zu Spenden gesagt, das sind die besten Visitenkarten, die ich jemals gesehen habe. Ich schwöre, die sind so krass verarbeitet. Meine Firma steht halt für Qualität. Oh, die Fijano. Oh, die Fijano. Oh, die Vigiani, die Vigiani, die Vigiani. 3, 2, 1. Ich hab mich verschätzt, 1 Gramm. Ich hab wieder 3 Gramm. Drauflegen. Oha, was? Das ist 3 Gramm. 1 Gramm. Bereiten Sie sich vor auf ein unglaubliches Feuerwerk der Abwechslung. Oh, die Vigiano. Oh, die Vigiano. Oh, die Vigiani, die Vigiani, die Vigiani. Oh, die Vigiano. Oh, die Vigiano. Wisst ihr, was das Problem ist? Ich fahre morgen nach Mailand. Das muss heute geschnitten werden. Ich muss morgen früh aufstehen. Und du gibst mir so einen Abfall. Ich habe mir was ausgesucht, was schnell zum Schneiden geht. Kein Problem. Bitteschön. Bei der Punktlandung gibt es doch eine Punktzahl, oder? Ja. Danke. Ja, doch. Ich hab's. 3, 2, 1. 41. 41 Gramm? Ich habe ganz genau 100. 100 Gramm? Boah, ich glaube, es sind weniger als 100. Glaube ich.
Oha! 86 Gramm, meine Freunde, damit geht der Punkt an mich. Ich, meine Freunde, bin Waagemeister, muss auch sagen dazu. Fairerweise muss dazu sagen, ich war damals im Wiegclub, im Wiegeverein. Und, was hat man da so gewogen? Alles Mögliche. Alles Mögliche? Alles Mögliche von Upset. Deswegen kann ich das relativ gut einschätzen. Ich bin damals auch Vereinsmeister gewesen in Wiegen. Stellt euch das mal vor. Es gibt Safe. Es gibt auch eine Wiege-Weltmeisterschaft. Olympische Einheit ist es auch. Olympische Spiele Wiegen. Alter, der durchsucht einfach meinen Abfall. Geil. Bei dem Verarschen ist es total einfach. Drei. Zwei. Eins. 11 Gramm. 11. 47 Gramm. 47 Gramm. Das ist echt mehr als 11 Gramm. Ja, das ist mehr als 11 Gramm. Ja, aber das. Aber ob der so weit ist. Warte ruhig. Ich sag 24. 32 Gramm. Der amtierende Weltmeister im Wiegen. Nico, 4-2 für dich. Mhm. Och komm, das kann ich ja ohne das anzufassen, kann ich dir sagen, wie viel es wiegt. Mach. Willst du dich trauen? Ich sag das ohne anfassen. Ohne anfassen? Ohne anfassen. Nur schauen? Ja. Ja? Hast du schon was? Okay, wenn es jetzt eine Punktlandung ist, dann. Da ist komplett dann, verloren. Dann ist beendet das Video. Ja. Dann. Es geht bei dir für Film. Mein Handy ist mir so angefangen. Sorry. 3, 2, 1. Viel zu viel. 111. 111 Gramm. 82 Gramm. 82 Gramm. Ey, wehe, um die 80. Ich schwöre, ich beende das Video jetzt sofort. Oh mein Gott! Was? Oh mein Gott! Was? Alter! Ja! Alter! Jungs, und das? Das komplett! Ich will jetzt einen Applaus von euch hören! Ja, ich halte mein Wort, Spendi, du brauchst das letzte auch nicht mehr rausholen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch beim Nico vorbei. Danke für die Gegenstände. Euer Wiege-Weltmeister hat wieder zugeschlagen, Freunde. Ich weiß, am Anfang war es für euch schwierig zu folgen, weil ich einfach Englisch unterwegs bin, bin multibilingual aufgewachsen. Ja, ist gut jetzt. Nico, danke fürs Zuschauen, Leute. Schaut bei Nico vorbei. Wir sehen uns bei den Olympischen Spielen 2020.